Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Wir haben zuletzt hier diesen, ich sag jetzt mal, den ersten Herausforderungsgrab geschafft. Wir konnten ja am Anfang noch gar nicht hin, weil uns noch die, ich sag jetzt mal, die Hacke gefehlt hat. Unsere Kletteraxt hat uns noch gefehlt. Deswegen konnten wir den Eingang hier nicht öffnen. Aber nun, da wir es jetzt gehabt hatten, konnten wir hier rein und konnten alles einsammeln und alles machen. So, hier haben wir noch einen antiken Mülleimer. Noch ein Käfer. Federn habe ich voll. Jetzt nicht mehr. Okay, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Und jetzt sind wir hier oben. Okay. Hui. Wo kommen wir da raus? Kann ich hier einfach runter? Nee. Scheiße. Ich habe aber auch nicht erkannt, wo es lang ging. Ich habe es gedacht, wir sind wieder zurück und können da einfach runter. Hm. Pustekuchen. Na super. Na dann, alles nochmal von vorne. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal hier alles machen das muss. Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass ich da nicht runterspringen muss. Erstaunlich. Ist das ein Pocket-Talk-Feld? Das Ohr hat gejuckt. Okay. Na, zum Glück ist dieses Herausforderungsgrab nicht so groß. Und geht an sich eigentlich relativ zügig und schnell. Das Blöde ist nur, ich muss jetzt halt eben nochmal hier überall nachgucken. Nicht, dass ich jetzt was übersehe. Also ich hoffe zumindest, dass ich nichts übersehe. So, die Sachen hören wir uns jetzt natürlich nicht nochmal an. Die haben wir ja erst alle gehört im vorherigen Teil. Immerhin ein kleiner Fortschritt. So.
Sehr schön. Jetzt gucken wir hier unten erst nochmal nach, ob hier noch irgendwas ist. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Nur so ein Schmonkes. Okay. Also sonst hier unten nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich jetzt wieder was übersehe hier. Weil es ist ja nichts angegeben hier. Wenn, dann kriege ich das hier alles per Zufall mit. Wie das hier zum Beispiel, das wird mir nämlich nicht angezeigt. Nee. Zwei Sachen müsste ich hier noch finden. Außer das Herausforderungsgrab zählt als eines davon. Da habe ich jetzt wieder alles gefunden. Da. Hoffentlich ist die Leiter stabiler, als sie aussieht. So, ja, geht doch, jetzt spielt mein Kater auch allein. So. Einen Ausgang finden. Ja, zählt mit dazu. Jetzt haben wir also wieder 40. Und ab nach Hause. Nur diesmal ohne Sterben, hoffe ich. Da sind wir ja auch schon wieder. Also so wild war es jetzt zum Glück nicht. Geht doch relativ zügig, der Tempel, zum Glück. Ah, da geht's raus. Nicht hier. Oh Mann. Manchmal sollte man einfach mal hochgucken. Aha, jetzt geht's da oben weiter. Wo bin ich hier? Nee, daran kann ich mich gerade gar überhaupt nicht erinnern. Okay. Wo ist die Musik hin? Ich mag das nicht, wenn im Spiel plötzlich die Musik aus ist und dann gar keine mehr kommt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Meine Güte. So, geht doch. Okay, einfach runterhüpfen ist also nicht drin. Müssen wir so machen. Sicher, sicher. So, unbekanntes Herausforderungsgrab.
Wieso unbekannt? Ich hab's doch schon geschafft. So, da wären wir wieder. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. So gesehen haben wir gleich alles gefunden in dieser Region, was zu finden gibt. Das finde ich persönlich sehr schön. Und das machen wir auch noch. Ich werde jetzt hier erstmal speichern. Nicht, dass wir jetzt nochmal irgendwo runterfallen, dann haben wir wieder alles. Blöde. Denn da, wo ich jetzt hingehe, ist meine Freundin noch nicht hingegangen. Keine Ahnung, wie das da so vonstatten geht. Okay, hier schon mal nicht. Oh. Und gibt es hier neues Bergungsgut? Das hatte ich doch schon mal eingesammelt. Quatsch, hier ging es doch irgendwo anders runter. Hier wahrscheinlich, ja? Ich würde gerne mal ein bisschen... Okay. Nehmen wir mal, war meine Freundin noch nicht. Das kenne ich jetzt noch nicht. Wo sind wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel eine Rolle. Forster, letzter Brief. Ein Brief von Percy Fessel an seine Frau Nina. Liebste Nina, erneut schreibe ich dir unter schwierigen Umständen. Allerdings wären mir die Unmengen Fliegen, Bienen und Käfer, von denen ich zuvor geschrieben habe, all diese stecknadelgroßen, stechenden Schrecken, eine willkommene Qual, nun da ich mich Zähnen und Klauen erwehren musste. Ich habe tapfer gekämpft, aber die Auseinandersetzung verlief nicht zu meinen Gunsten. Ich werde dir die Einzelheiten ersparen, aus Mitgefühl, nicht aus Selbstgefälligkeit. Meine Verletzungen wurden mit Verbänden aus Schafgarbe behandelt und werden verheilen, aber ich spüre eine Infektion in meinem Blut. Wenn du das hier liest, weißt du, dass ich diesen Ort nicht lebend verlassen habe. Ich habe Jack verboten, weiterzugehen. Den jungen Rimmel haben wir bereits vor einigen Wochen verloren. Nina, dieser Ort ist nicht für Menschen geschaffen. Und ich werde dir neben einem Ehemann nicht auch noch einen Sohn nehmen. Ich bin jetzt müde. Jack schläft am Feuer und ich bin mir sicher, wenn er erwacht, werde auch ich eingeschlafen sein. Ich liebe dich, Nina. Gute Nacht, Percy. Gott, oh Gott. Story abgeschlossen, unbekannte Expedition. Einen Fähigkeitspunkt. Warum können wir das denn noch nicht aufmachen? Um dieses Objekt zu öffnen, ist der Dietrich erforderlich. Ich brauche einen Dietrich? Na toll. Hat denn keiner einen Dietrich? Hier geht's auch nicht mehr zurück. Schade. Muss ich den Weg hier wieder nehmen? Das ist ja blöd. Ich kann die Truhe gar nicht aufsammeln. Doofe Sache, echt. Oh Mann, was ein Schrott. Ja gut, dann kann es mir jetzt erstmal sparen, da runter zu laufen, weil ich kann ja da eh noch nicht alles einsammeln. Weil mir ein doofer Dietrich fehlt. Das heißt,
Dann machen wir jetzt die Schnellreise und holen zumindest dieses eine Überlebensgrab noch. Warum blinkt das? Bitte was? Das ist nicht dein Ernst. Ah, Sammelobjekte 40 von 44, ja. Hey. Ich habe schon gedacht. Genau, weil mir das hier alles nicht angezeigt wurde. Wieso hat es nicht gespeichert? Okay, alles klar. Ja, dann lassen wir das hier jetzt einfach mal sein. Dann schließe ich die Geschichte irgendwann später ab. Dann gehe ich jetzt einfach noch hier hinten hin. Dann machen wir schnell Reise hier hin zurück. Und dann, ja. Wenn wir einen Dietrich haben, gehen wir halt wieder hierher zurück. Echt nicht gut. Das war echt blöd. So, hier hin zurück. Wir denken auch daran, dass man Dietrich braucht. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo müssen wir hin? Eigentlich direkt neben der Krypta. Na, Holz kann man immer gebrauchen. Jetzt habe ich irgendwie immer Mangelware. Wahrscheinlich da oben. Sieht ganz danach aus. Oder unter Wasser. Aber ich kann ihn nicht tauchen. Nee, tauchen funktioniert nicht. Okay, so wird das nichts. Sag mal, was ist denn los? Das sind echt blöde Stellen hier. Klappt irgendwie nicht so, wie man will. Obwohl man drückt. Ha, okay. So, damit hätten wir das. Dann können wir wieder zurück ins Lager und weiter geht's. Ich glaube, jetzt haben wir aber wieder zwei Fähigkeitspunkte, ne? Ja, jetzt haben wir wieder zwei. Was wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen? Was ist denn das hier? Schuppen der Schlange. Nutzen Sie Konzentrationsfalls, um die Reaktionszeit für verlangsamte Zeitwahrnehmung beim Zielen zu verbessern. Okay. Gift der Viper. Stellen Sie Giftgranaten her. Töten Sie Feinde und vernebeln Sie das Schlachtfeld. Ausschalten Kette. Wir nehmen noch das hier. Oder was war das hier nochmal?
Das geht noch nicht. Gut, dann nehmen wir das hier. So, Schnellreise. Da müssen wir hin, also gehen wir hier hin. Jaguarbau. Gucken, ob der Jonah noch dort ist. So, wenn wir dort sind, ist leider die Aufnahmezeit schon wieder vorbei. Na gut, wir machen mal so 5 Minuten länger, da ich ja das eine... Da ich ja den einen Herausforderungskrab doch nochmal machen musste. Ich hab's ja vorgespult, aber... Gut, machen wir nochmal 5 Minuten. Ist mir gerade so eingefallen. Ach, guck an, jetzt können wir da einfach durchkrabbeln. So, also wir brauchen erst nochmal einen Dietrich. Wo ist denn der Jonah eigentlich schon wieder hin? Da. Wo geht's hier hin? Da geht's nirgends hin. Ach ja. Okay. Kleiner Umweg mit Geschichte. Jacks Tagebuch. Ein Seite aus Jack Festwood Expeditions-Dings da. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrt zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Eieiei. Das war bestimmt der, den wir da vorhin gelesen haben, bevor man wieder gestorben war. Der da an seinen Nina geschrieben hat. Story abgeschlossen. Unbekannte Expedition 2. Gibt wohl 1 und 2. Das eine war wohl das 1er, was wir abgeschlossen hatten. Wohl in Kuwak-Jaku finden. Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. So. Achso, das war das. Okay. Ja, das haben wir ja jetzt schon. Gehen wir mal hier runter. Und ich muss niesen. Einen Moment. Oh Mann, okay. Ja gut. Bevor es weitergeht, hören wir hier jetzt mal auf. Wir bin jetzt ungefähr 5 Minuten länger. Also von daher, denke ich mal, reicht das jetzt. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit irgendwie... Kletterfehler. Keine Ahnung. Ständig, wenn ich hüpfen muss, muss ich mich wieder einhaken, habe ich immer wieder Probleme damit. Ich weiß nicht wieso. Ich drücke eigentlich auch immer rechtzeitig, aber keine Ahnung. Anscheinend auch doch nicht. Ich weiß selber nicht. Anscheinend habe ich damit irgendwie Probleme. Aber mit Ötter, das muss man ein Problem haben. Ja. Und jetzt haben wir halt nicht mehr allzu viel eigentlich geschafft. Aber jetzt geht es ja momentan weiter. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nicht enttäuscht davon. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder. Da geht es ja dann jetzt doch noch viel weiter auf jeden Fall. Und dann, ja. Hoffe ich, sieht man sich da. Beziehungsweise, ihr schaut zu und ich spiele.
Und vielleicht auch bei anderen Let's Plays, dass ihr da auch mal vorbeischaut. Würde mich auch freuen. Auf jeden Fall viel Spaß noch auf YouTube und auf meiner Kanalseite und tschüss.